Hi, ihr Lieben. Ich hatte letztens Besuch von einer Freundin und natürlich quatschen Frauen über ihre Männer. Und da meint sie, du, ich muss dir was erzählen. Das war wieder mal so typisch eher. Ich war beim Einkaufen und habe ein bisschen mehr mitgebracht. Wir wollten am Wochenende grillen. Der Kühlschrank war natürlich proppevoll. Ich nehme die Kräuterbutter, pack die ins Butterfach, nehme die normale Butter und pack die neben die Marmelade. Ganz klar. Marmelade, Butter, Frühstück ist eigentlich logisch vom Ablauf. Gut. Wir sitzen abends beim Abendbrottisch und es war alles so ein bisschen hektisch und ich habe natürlich die Butter vergessen. Also sage ich zu meinem Mann, Schatz, würdest du bitte so lieb sein und einmal die Butter aus dem Kühlschrank holen? Er steht auf, er geht in die Küche, ich höre, wie die Kühlschranktür auf und wieder zugeht. Auf und wieder zu. Auf und wieder zu. Ich sage, Schatz, alles okay bei dir? Er steht in der Tür, ich finde sie nicht. Was findest du nicht? Ich finde die Butter nicht. Sie ist im Kühlschrank. Nein, ist sie nicht. Doch, ist sie. Sie ist direkt neben der Marmelade. Ja, da suche ich ja auch nicht. Wie kann das, sagt sie zu mir. Ist das denn die Möglichkeit? Wie kann ein einzelner Mensch so blind sein? Ich sage, Liebchen, lass dir was von mir erklären. Also, Frauenaugen? Männeraugen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass er vielleicht irgendeiner langbeinigen Blondine hinterher starb. Nein, nein. Der Blick eurer Männer ist tatsächlich anders. Weil sie seit Anbeginn der Zeit, naja, nicht ganz, seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte, komplett anders trainiert sind. Stellt euch doch mal Folgendes vor. Wir als Frauen, als Höhlenmenschen. Was war unser Job? Unser Job war es, in der Höhle für Ordnung zu sorgen. Wir mussten das Feuer in Schach halten, wir mussten uns um die Kinder kümmern, wir mussten die Höhle putzen, wir mussten soziale Kontakte schließen, wir mussten höchstens den näheren Umkreis unserer Höhle nach irgendwas Essbaren, Beeren oder Kräuter oder sonst irgendwas absuchen. Was wir allerdings mussten, ist, weil als wir beim Bärensammeln gewesen sind, gleichzeitig mit unserer Nachbarin gequatscht haben, uns darüber aufgeregt haben, dass die andere Nachbarin uns unsere Feldschläppchen geklaut hat, unsere Kinder beaufsichtigen, damit die sich nicht irgendwelche Urzeitskorpione heimlich in die Jacke stecken und meinen, sie würden das gerne als Haustier dressieren. Das heißt also, unser Blick war darauf geschult, wie so ein Stadionflutlicht. Wir haben nur unsere Umgebung ausgeleuchtet. Das ist unter anderem der Grund, warum Frauen sich so ein bisschen schwerer tun, beim Autofahren zu überholen. Also gerade Ältere. Anderes Thema. Der Mann, was war der Job des Mannes? Stellt euch einen Mann als Höhlenmenschen vor. Nein, nicht so. Was war sein Job? Sein Job ist es gewesen, auf die Jagd zu gehen. Sein Job ist es gewesen, uns das Fleisch nach Hause zu bringen, damit wir es braten können. Also, was hat er gemacht? Er ist mit seinen Leuten losgestiefelt und er musste die Beute so schnell wie möglich sehen können. Das heißt, er musste in die Ferne gucken. Er musste sich auf einen Punkt in der Ferne konzentrieren. Er musste auf die Schnelle entscheiden können, ist das, was da vorne ist, ein Mammut, was ich jagen und fressen kann? Oder ist das ein Säbelzahntiger, der mich vielleicht im schlimmsten Fall frisst? Das soll heißen, euer Mann hat einen Tunnelblick und das ist bis heute so. Das sind einfach Überbleibsel, das sind Vererbungen noch aus der Urzeit. Das bedeutet, wenn euer Mann vorm Kühlschrank steht, dann scannt er nicht die Umgebung, sondern er sucht gezielt an genau dem Platz, an dem er weiß, dass die Butter steht. Das heißt also, wenn ihr euch das nächste Mal einen Gefallen tun wollt, dann räumt entweder die Sachen dahin, wo er ganz genau weiß, wo sie sind, oder ihr geht lieber selber in den Kühlschrank. Ich schwöre euch, es vermeidet Streitereien. In diesem Sinne, freut euch auf die nächste Folge, denn da gucken wir mal ein bisschen, was diese blaue Box da oben zu sagen hat. Im Kopf eures Mannes, nicht in eurem. Also, bis zum nächsten Mal. Ach so, abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr nichts.